nicht ganz ohne. Wir bleiben trotzdem bei Schalke. Ich höre bei Horst so ein bisschen raus, weiß nicht, wie es euch geht, ne? So toll findest du das nicht, dass Kollegen da mit deinem Verein sozusagen verhandeln. Ist das part of the game? Ist das üblich? Ja, also nein, also da gibt es überhaupt nichts zu bemängeln halt. Ja, also ich habe zu Max Eberl ein ganz hervorragendes Verhältnis, das wirklich haben wir freundschaftlich verbunden. Und das ist das Geschäft, das ist ja nicht nur Romantik im Fußball, sondern das ist ein hartes und intensives Geschäft. Nochmal, jeder hat da seine Verantwortung und ich habe auch Entscheidungen treffen müssen in der Vergangenheit, die ich dann auch im engsten Kreis ausgemacht habe, wo nicht jeder darüber Bescheid wusste, was da jetzt gerade stattläuft. Das ist die Verantwortung, die man hat und da muss man dann auch dementsprechend sauber mit umgehen. Aber er ist not amused, ne? Wie es so schön heißt. Das ist ja verständlich, da muss man gar nicht viel zu sagen. Das ist ja verständlich. Thomas muss nicht. Du hast eben schon angesprochen, im Prinzip. Muss das nicht dann sofort vonstatten gehen? Oder wie lange also will Schalke warten? Was mir am meisten auf den Wecker geht, diese ganze Heuchelei im Fußball immer mehr wird. Das ist echt zum Kotzen. Dass da immer so ein heißen Brei rumgeeiert wird, ja. Und vor allem bei Schalke, da werden noch Eitelkeiten ausgelegt von irgendwelchen Einzeldarstellern, die meiner Meinung nach einen Mangel an Fußballkompetenz haben. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung. Wen meinst du denn? Ja, Clemens Tönnies, die meine ich damit. Meine Meinung. Ja, du sollst ja auch sagen, bitte. Ich mag den. Horst, erst mal mich reden, dann kannst du was sagen, ja. Damit ich meinen kurzen Monolog zu Ende mache. Ich halte den als Typ für den Supertyp. Nur was zeichnet den aus, dass er Fußballkompetenz hat und per SMS irgendwelche Tipps einem geben soll? Also, ich meine, das wäre selber, wenn der Horst jetzt nach Reda fährt und ihm sagt, wie er zu schlachten hat.